Ja, das packst du ja nicht. Das kriegst du nicht gecapped. Ja, die haben nur einen Capper da an der Basis. Ja, aber komm mal oben auf den Balken. Aber du schaffst das eh nicht rechtzeitig. Na klar. Schaffe ich. Nein, tust du nicht. Nein, jetzt Max. Also das schaffst nämlich alles zurück, Mann. Scheiße. Da steht so viel Kram im Weg. Ah. Ach, gekort, Gott sei Dank. Oh. Alter. Also, ich weiß ja nicht, ob ich das Können nennen soll, aber ich glaube, das war entweder ultra gut kalkuliert oder... Oh, noch, war ganz knapp. Es war ziemlich knapp. Okay, ich muss mich entschuldigen. Das hat ja, ist doch kein Problem. Alles gut. Also es sah nicht so aus, als ob ihr das schaffen könnt. Da war so viel Kram im Weg und ihr wart nicht so... Ihr wart, ach, krass. Deswegen spiele ich gerne schneller. So, jetzt, was willst du abmachen, Max, hier? Mama hat das schon gemacht. Super. Also wegen Lego nochmal. Ich habe gar kein Problem, dass er damit spielt und dass er auseinander nimmt. Nur bei meinem Sohn ist das Problem, dass er, wenn er was auseinander nimmt, dass es dann weg ist. Weil es irgendwo unterm Sofa liegt oder sonst was. Der hat da ein richtiges Talent für. So, das Game kann ich mal machen und dann muss ich den Kleinen langsam in Richtung Bett bringen und so. Wir haben ja 20 vor 8, ne? Ja. Aber ich komme immer nachher wieder, denke ich. Ich weiß nur nicht, ob ich halt MechWarrior Online nochmal spiele. Ich gehe von aus. Guck ich mal nachher. Ja. Schreib mich einfach an, wenn du MechWarrior Online spielst, okay? Ja, das mache ich auf jeden Fall. Bist ja immer erreichbar. Ja. Ziemlich, ja. Wenn ich nicht sofort reagieren sollte, dann spätestens in ein paar Minuten danach. Gut, dann mal los. Erbein! Gestern habe ich ja schön Schweinebraten gemacht mit Kartoffelkotter. Wollen wir jetzt gleich nochmal den restlichen Kartoffelkotter gleich essen. Das müsste langsam warm werden. Boah, das ist eigentlich ein Stichwort. Ich hoffe, ich habe noch genug Herzogenkroketten da. Boah, das ist auch geil. Herzogenkroketten sind auch geil. Normalerweise habe ich ja immer die normalen Kroketten vom Rewe geholt für 99 Cent. Das ist die Kilopackung. Aber ganz ehrlich, die Herzogenkroketten kosten ein bisschen mehr und schmecken so viel besser. Und sie sehen auch noch cool aus. Ja, ich habe ein ganz einfaches Rezept für einen guten Kartoffelgratin gemacht. Du nimmst ganz normal Kartoffeln, schneidest in ganz kleinen Scheiben, da, dann in Auflaufform. Und dann nimmst du einen Becher Schmand, zwei Becher Krimfin und einen Schmelzkäse. Und dann ein bisschen Pfeffer dran, ein bisschen Hühnerbrühe dran, ein bisschen Salz dran und Knoblauch. Und das ist der perfekte Gratin. So wie du es kennst von der Metzgerei oder so vom Geschmack her? Ich kenne sowas nicht von der Metzgerei. Vielleicht von ganz, ganz früher.